Gut, dann würde ich, ja, was ist passiert diese Woche? Ein sehr bekannter Mann, Peter Schulatour, ist mit 90 Jahren von uns gegangen. Ein Mann, der in sehr, sehr vielen Kriegsgebieten war, der sehr, sehr viele Themen angesprochen hat, die ja so viele Menschen sich halt nicht getraut haben anzusprechen. Und ich möchte also Sandra kurz hier nach vorne bitten. Sie hat da eine kurze Ansprache dazu. So, jetzt ja, genau. Erstmal hallo alle. Ja, wie Rick schon gesagt hat, es will heute wieder nicht. Ist ein Mensch von uns gegangen, der Spuren im Leben hinterlassen hat. An den wollen wir heute gedenken, sein Geist aber weilt weiterhin unter uns, wird immer in unserem Herzen und in unserem Geist mitgehen, mit durch dieses Leben, mit in das Weitere. Diese Spur hat er hinterlassen und die wird er immer behalten. Mit großem Bedauern ereilte uns am Samstag die Meldung, dass Peter Schulatour im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Mit ihm starb ein kritischer Geist, der sein gesamtes Leben dem objektiven Journalismus widmete. Dies ist ein großer Verlust für Deutschland und die Welt. Wie bezeichnete der Spiegel ihn einmal? Peter Schulatour ist der einzige Welterklärer. Dem kann man nichts hinzufügen. Stets kritisch, stets objektiv, nach allen Seiten erklärte er uns den Vietnamkrieg, den Krieg in Afghanistan, im Irak, im Iran. Möge er uns allen in Erinnerung bleiben und folgen wir seinem Beispiel, indem wir keine voreiligen Schlüsse ziehen aus Meldungen, welche uns erreichen. So meldeten englische Journalisten aus der Ukraine, dass 23 Militärfahrzeuge die ukrainische Grenze überquert hätten. Dies gilt mittlerweile als bewiesen, obwohl es objektiv keinen echten Beweis gibt. Es gibt keine nachprüfbaren Fotos oder Satellitenbilder, obwohl die russische Grenze die bestüberwachte Grenze seitens der NATO ist. Die angebliche Zerstörung des Konvois seitens der Ukraine hat sich mittlerweile auch als ukrainische Propaganda herausgestellt. Aber Fakten kümmern unsere Qualitätsmedien schon lange nicht mehr. Genau hier hat Peter Schulatour immer den Finger in die Wunde gelegt. Nachfragen, recherchieren und objektive Beweise veröffentlichen. Und immer war seine Frage, wer profitiert davon? Die Medienhetze gegen den russischen Hilfskonvoi ist uns allen bekannt. Als Gefahr einer russischen Invasion von den Medien gebrandmarkt, wird hier übersehen bzw. wissentlich verschwiegen, dass Russland seit Beginn des Konflikts auf Gespräche gesetzt hat. Mehrfach hat Russland die diplomatische Lösung und einen Waffenstillstand gefordert. Auch die Appelle in der UNO seitens Russland wurden von den westlichen Staaten blockiert. Dies wird verschwiegen. Auch im Irak wird die Zivilbevölkerung getötet und vertrieben. Doch hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Denn die ISIS wird nun bombardiert, die Kurden werden mit Hilfslieferungen unterstützt und wahrscheinlich auch bald mit. Und wahrscheinlich auch bald mit Waffen. Der Westen liefert 38 Tonnen Hilfsgüter und lässt sich feiern als Bewahrer der Menschenrechte. Doch Russland, welche 200 Tonnen Hilfsgüter in die notleidende Ostukraine liefern möchte, wird als Aggressor bezeichnet. Sind wir doch einmal ehrlich.
Wer den desolaten Zustand der ukrainischen Nationalgarde kennt, dem ist klar, dass Russland keine Waffen und Soldaten an die Rebellen liefert. Hätte Russland dies getan, wäre die Nationalgarde längst besiegt. Darum lasst uns weiter kritisch bleiben, alle Seiten betrachten und immer nachfragen, wem nützt es? Bewahren wir den Geist Peter Scholler-Tours immer in uns. Ja, ein großer Mann, auch diese Menschen müssen irgendwann mal gehen. Schade, es sind immer mehr Zeitzeugen, die nicht mehr da sind. Deswegen nutzt einfach die Zeit, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit älteren Menschen zu sprechen, die andere Zeiten miterlebt haben. Einfach mal mit denen zu sprechen, die dies erlebt haben. Wie die das so von außen wahrgenommen haben zu ihrer Zeit. Sehr interessant und denkt immer dran, diese Menschen sind nicht ewig da.